Hallo ihr Menschen da draußen, wie versprochen gibt es ein neues Skizzenbuch-Video. Das hatte ich im letzten Speedpainting schon vorgewarnt. Ich habe so lange keine Videos gemacht, dass ich jetzt schon ganz nervös werde hier und deswegen fange ich auch einfach direkt an. Dieses Skizzenbuch habe ich leider viel zu lange gebraucht, um das voll zu bekommen. Man sieht hier, ich habe es begonnen am 8.12. Ich rücke mal ein bisschen zurecht. Und da ist sogar noch die Comic-Con Dortmund mit drin, an der ich wahrscheinlich die erste Seite gefüllt habe. Und die ging auch 2 Tage, deswegen sind hier, glaube ich, mehr Motive davon. Das sind hauptsächlich kleine Kritzeleien, sehr komische Kritzeleien. Und genau, an den erinnere ich mich noch gut. Nämlich der Typ hier sagt, wo finde ich hier die Toilette? Und kurz danach habe ich dann auf dieser Convention die Toilette versucht zu erreichen, aber es war so extrem voll, dass ich über 40 Minuten nicht an meinem Stand war. Das war schon ganz schön hart. Also auf so einer vollen Con war ich vorher noch nie. Und ansonsten sind hier so kleine Thumbnail-Sketches, also so, ja, wo ich versucht habe, irgendwie Landschaften zu malen. Ich weiß, dass ich aber mit keiner davon wirklich zufrieden war. Hier ist eine teilweise abgeschnittene Dame mit einem Dreieck, ein Typ und so komische skelettartige Viecher, alles relativ viel mit Kugelschreiber und Buntstiften hauptsächlich. Und hier sind auch Anfänge von meinem Comic Rona drin, den habe ich glaube ich im Februar angefangen und im Dezember habe ich halt auch schon die ersten Skizzen gemacht. Hier sieht man Rona, hier sieht man eine Tentakelversion von Rona. Hier sieht man eine erste Version von einem Nebencharakter. Hier ist ein Schere-Stein-Papier-Mensch, der alle 3 Symbole in einer Hand vereint hat. Warum auch nicht? Und ansonsten relativ viele seltsame Porträts. Ich finde den hier ganz lustig. Der guckt so ein bisschen creepy. Hier gibt es ein paar Schnecken. Ja, genau. Ich habe viele Schnecken gemalt am Anfang des Jahres. Ich erinnere mich. Und ansonsten weiterhin komische Typen. Noch ein noch nicht sonderlich ausgereifter Rona. Ein Augapfel. Augäpfel waren auch öfter mal dran. Als Kakaokarte und andere Motive. Das hier ist auch ein Mädel aus der Story von Rona. Das hier ist wieder mal komplett abgezeichnet von so einem Skizzenbuch, was ich geschenkt bekommen habe von einer Mitstudentin von mir. Das war sehr, sehr cool. Das werde ich demnächst auch mal dann anfangen. Das habe ich noch nicht angefangen. Es hat ein bisschen dünneres Papier, da muss ich dann gucken, was da so passiert. Dieses Auge habe ich letztendlich auch letztens noch in groß gemalt. Vielleicht blende ich das hier einfach mal ein. Und diese Wolken sind inspiriert von einem Peter Draws Video. Ich gucke den zwischendurch mal ganz gerne und der macht so scribbelige Dinge, aber meistens nichts, was man wirklich erkennen kann, meistens eher mustermäßig. Aber diese Wolken fand ich sehr cool mit so Strahlen und dann habe ich sowas auch mal versucht. Ja, keine Ahnung. Und das sieht aus wie nicht ausgeschlafen und dann fühlt man sich so. Das ist ein wobbeliger Rona, der jemanden aus meinem Kurs zitiert. So. Ja. Hier sind wieder seltsame Zitate, die mir gut gefallen haben. Zum Beispiel Denken Krabben, dass wir seitwärts laufen von Bill Murray. Fand ich gut. Und noch mehr Ronas. Ein Rona mit Mütze. Ein Rona, der irgendwas wirft. Ein dicker Rona. Ja, 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 hier gibt es ein paar Spoiler theoretisch auch drin. Hier sieht man, wie die ersten Seiten, also wie ich vorskizziere. Zuerst kommt sowas in so winzigen Thumbnails und dann schreibe ich auch den Text dabei oder Anleitung, was genau da passiert. Und dann mache ich die Seite nochmal in so einem DIN A6 Format als Skizze und ordne die Panel wirklich so an, wie ich sie brauche und dann mache ich sie. Ein bisschen aufwendig und ich glaube, ich muss auch irgendwann mal einen Schritt davon überspringen, aber bis jetzt ist das so meine Technik. Und hier sind weitere Vorskizzen von den Seiten und ein Haufen Schnecken.
Ich habe ziemlich viele Schneckenkarten dieses Jahr gemalt. Ich glaube, das war so. Ist hier nicht irgendwo ein Datum? Hallo, Datum da. Im Februar. Und viele davon finde ich ziemlich süß. Ich mag die und die. Und natürlich diese Sea Bunnies. Dann habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich ein bisschen grau war in meinem Skizzenbuch. Und dann habe ich wieder die Buntstifte und Filzstifte ausgepackt. Ja, Leute in der Bahn oder sonst wo gezeichnet. Und wieder noch ein bisschen Rohnahrung gekritzelt. Keine Ahnung, was das ist. Also es sind hauptsächlich Gesichter und ein komisches Einhorn, ein komischer Floh, ein komischer Drache und eine komische Katze. Der Rest scheint hier gesichtermäßig zu sein. Hier wird es leicht sexy. Und zwar habe ich die Posen und die Proportionen von NBEKKALIEV. Ein ganz toller Künstlername, den man sich richtig gut merken kann. Aber der macht halt so extrem schicke Mädels mit dickeren Oberschenkeln. Und das fand ich sehr sympathisch. Und es sieht auch meiner Meinung nach sehr gut aus. Ich mag diesen Flow. Und da habe ich mal ein bisschen abgezeichnet. Dann habe ich wieder fremde Leute in der Bahn abgezeichnet. Und noch mehr komische Gesichter. Stacheldraht. Ein bisschen mehr Rona. Und eine Hasenschnecke. Die will ich auch noch irgendwo verwenden und zeichnen. Vielleicht auch in dem Comic. Das hier ist dann mal eine leerere Seite. Ich versuche ja den Drang, alles komplett voll zu zeichnen, ein bisschen zu unterdrücken. Und ja, keine Ahnung, das sollte so ein Versuch sein, dass die Hand ganz viel größer ist als das Gesicht, aber irgendwie finde ich nicht, dass das sonderlich gut aussieht. Und dann sind hier noch ein paar Sachen für den Comic und ein komischer Typ mit einem scheinbar gebrochenen Finger. Und der sagt, boah ey, mach mal Schädelsticker. Da zu den Sticker kommen wir nämlich auch. Da habe ich nämlich auch Vorskizzen in diesem Skizzenbuch zu gemacht. Ich habe ja dieses Jahr Sticker gedruckt. Und da war ich wütend und dachte mir, ein bisschen mehr Gewalt wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und die beiden Katzen gefallen mir sehr gut. Da habe ich Katzen einfach mal aus dem Kopf gezeichnet. Und normalerweise bin ich schon eher ein Mensch, der Referenzen braucht. Aber die beiden fand ich schon ganz cute. Das ist auch so ein Gesicht. So sieht man aus, wenn man überarbeitet ist. Und der hier, King Dog und Bartleby, sind aus Phonebone. Den habe ich, den Comic habe ich mir gegönnt und durchgelesen. Und ich mag diesen Comic sehr, sehr gerne. Phonebone könnt ihr euch gerne mal angucken. Und hier wieder, ja, komplette Seite voll mit Skizzen für Rona-Seiten und hier ist auch sogar eine Nahansicht, schöne Seite. Ich hätte mir gewünscht, sie würde so gut aussehen wie da. Die Seite selbst ist leider nicht so gut geworden. Hier sind dann so Kästchen, wo ich mir reingeschrieben habe, wie es weitergehen könnte. Was ich dann auch sehr viel diesen Monat, die letzten Monate angeguckt habe, sind extrem coole Insekten. Ich habe so Fotografien von Gottesanbeterinnen gefunden, die waren extrem cool. Und ich wollte sie eigentlich nicht nur so abzeichnen. Also die hier ist komplett einfach so abgezeichnet, aber ich wollte gern irgendwas dabei machen. Mir ist aber nichts in dem Moment, in dem Tag eingefallen und deswegen ist es dabei geblieben. Und hier fangen auch schon diese kleinen Skizzen hier, sind alles Skizzen für Sticker und ich glaube die umrandeten sind welche, die ich genommen habe. Das ist ein Axolotl und eine dicke Katze habe ich gemacht. Und ja, hier geht's weiter mit noch mehr Sticker-Motiven, hier ein Kaktus, Zellen, Katzen. Ich glaube, die meisten von euch haben die Sticker-Motive auch schon gesehen. Ansonsten gibt es da mehr Infos zu in den letzten Videos. Und ja, hier geht es dann auch nochmal weiter mit Sticker-Motiven, aber davon habe ich nichts genommen. Hier habe ich so versucht, so typisch ältere asiatische Bilder abzuzeichnen in den Silhouetten. Hier sind wieder Comic-Seiten vorgeskizziert. Irgendwie finde ich das hier ganz lustig, das Gesicht. Ich frage mich, ob ich das irgendwo abgezeichnet habe oder ob ich das selbst erdacht habe. Dann hier ein paar unmotivierte Handskizzen. Und hier habe ich Schädelsticker
und Pflanzensticker designt, wenn man das bei so wenig und kleinen Skizzen überhaupt sagen kann. Und ja, okay, die Skizze ist schon was schicker und ausgereifter. Und hier sind die allerersten Skizzen für die Waffelfee, die ich als Auftragsarbeit gemacht habe. Da habe ich so ein bisschen über Posen und den generellen Style überlegt. Das ist dann schon im Mai passiert. Ja, also es sind echt langsames gefülltes Skizzenbuch. Hier sind noch mehr Sticker-Motive. Hier habe ich mal alle aufgelistet, die ich dann als Sticker drucken wollte. Habe halt so eine Liste geführt. Hier habe ich die Nebencharakter von Rona endlich ein bisschen weiterentwickelt. Und hier habe ich, als ich mehrere Bahnen verpasst hatte, so einen mega seltsamen Comic gemacht. Dafür gibt es hier süße Katzen. Und das sind, ist eine Seite, die ich auf der Dokomi gefüllt habe. Da hat sich nämlich jemand einen Conhorn-Eintrag mit einer gehörnten Katze gewünscht und dann habe ich damit rumexperimentiert und ich fand, gerade Hörner sahen ein bisschen komisch aus und deswegen bin ich nachher mit so Widderhörnern rumgekommen und eine Eule habe ich auch auf der Dokomi gemalt und da habe ich dann so kleine Posen-Skizzen gemacht. Jo, ja, einen gehörnten Drachen habe ich auch noch auf der Dokumi gemalt und ein Huhn. Das sind dann auch die Vorskizzen. Hier sind wieder so ne, Parts, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie es bei Rona weitergehen könnte. Und wieder Seitenskizzen und eine Skizze von einem Gebäude, was darin vorkommt. Und dann gibt es hier wieder ein paar Porträts. Das ist meine erste Zeichnung zu einem neuen Roleplay-Charakter, ein Halborg, den ich gespielt habe und es war sehr, sehr lustig. Und ansonsten sind hier gähnende Leute. Ja, komische Zyklopen und hier habe ich dann angefangen, als ich die Gaucho-Bilder gemacht habe, meine Restfarbe nicht in den Müll zu schmeißen oder beziehungsweise in den Ausguss zu schütten, habe ich halt angefangen, hier so Flecken drauf zu malen und im Endeffekt habe ich dann auf die Flecken mit Feinliner nochmal drauf gemalt und ich finde es eigentlich ganz cool. Auch gerade diese zwei Farben, dieses Rot und dieses Grün, ist eine coole Kombi. Es geht hier dann auch weiter. Hier nochmal Text, wie es bei Rona weitergeht. Hier nochmal Seiten und hier, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Darüber habe ich dann auch nicht mehr wirklich drüber gemalt. Es hat auch nochmal Gaucho Farbe und hier habe ich anscheinend mal Zettelchen gebraucht und habe was abgerissen. Nicht schön, aber so ein Skizzenbuch ist halt auch irgendwie so ein Alltagsgegenstand. Wenn man da mal was braucht, dann reißt man das halt ab. Und hier die letzte Seite habe ich noch ein bisschen schwarze Gouache, über die ich nicht sonderlich viel drüber gemalt habe. Aber diese Lady mit den mehreren Augen und den Rastern und diesen zerstückelten Style finde ich eigentlich noch ganz cool. Und ansonsten war es das und das Skizzenbuch ist fertig. Ja, demnächst kann ich euch direkt noch ein weiteres Skizzenbuch zeigen, was kein so ein alltägliches Skizzenbuch ist, sondern wo ich so ein bisschen versucht habe mit Creature Design und also mir Sachen zusammenzusammeln, womit ich kreativer sein kann. Und das hier ist halt wirklich so ein Skizzenbuch, was dauernd mit mir rumgeschleppt habe, so an der Uni und zwar es kommt auch immer mit zum Praktikum. Aber ich habe die ersten Monate im Praktikum halt, war ich schon sehr angestrengt davon, dass ich viele Stunden auf dem Praktikum gezeichnet habe und deswegen habe ich sehr viel weniger in der Bahn gezeichnet. Und so ist es dann halt auch irgendwie dazu gekommen, dass es dann nicht so schnell voll wurde. Naja, und jetzt fange ich auf jeden Fall ein neues Skizzenbuch an und bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour soweit ganz gut gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich irgendwas verbessern kann oder was euch besonders gut gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Ciao!